Minecraft, es geht weiter. Ja, Folge 2. Und ja, wir müssen noch unser Bett bauen. Es wird nämlich schon wieder Nacht. Und da hinten sehe ich ein Schaf. Ja, ein Schaf. Ja, ein Schaf. Ein Schaf, ein Schaf. Oh, die Sonne geht aber relativ fix gerade unter. Das ist nicht gut. Links war gerade noch ein Schwein gewesen. So. Ah, oh, da, ja. Ist ja ein reines Schweineparadies hier. Komm her, ihr Ferkelchen. Ich hab Hunger. Hunger auf Schweinebraten. Hunger auf Schweinebraten und ich sollte vielleicht doch mal. Na? Verborg. Ich brauche echt noch ein Schaf. Oder reicht das schon für Dings? Ich höre irgendwas. Ich glaube, ich höre den Enderman. Ich bin aber nicht ganz sicher. Ich werde mal eben schauen wegen dem Bett. Das ist. Oder mich vergraben. Das machen wir erstmal als erstes. Das. Ich vergrabe mich jetzt erstmal. Das ist erstmal die erste rettende Lösung. So, die erste rettende Lösung erstmal vergraben. Mache ich so auch immer. Wenn ich privat irgendwie unterwegs bin, vergrabe, verstecke ich mich erstmal im Boden. Das ist das Erste, was ich erstmal mache. So. Zack, zack. Na, zack. So. Ich weiß, jetzt sieht man natürlich nicht sehr, sehr viel, aber dafür den ersten Moment reicht's. So, dass wir hier überleben die erste Nacht. Und nicht so einen Stress haben wie in der ersten Folge. Da oben steht schon übrigens einer. Ich höre ihn schon. So, jetzt muss ich natürlich nur gucken. Er ist anscheinend nicht so sehr begeistert über uns, dass wir unten drin sind. Ist mir egal. Was brauchen wir denn dafür? Achso, wir brauchen Holz und Wolle. Ja, toll. Ich habe nicht genug Wolle. Nein. Das gibt's doch gar nicht. Ich habe doch Wolle eingesammelt. Das ist jetzt ein Scherz, oder? Das glaube ich jetzt nicht. Das heißt, ich muss noch mal nach draußen noch mal Wolle besorgen. Ach komm. Kinders, das ist jetzt nicht euer Ernst. Und über uns sind schon die Affen. Das heißt, ich muss, ja, das nochmal abbauen hier. Das bringt mir im Prinzip ja nichts jetzt, wenn ich jetzt hier. Ja, das war's. Das war's. Ich sag dazu gar nichts mehr. Ich dachte dazu gar nichts mehr. Ich dachte dazu gar nichts mehr. Das ist Kackspiel. Ich werde dieses Let's Play nicht machen. Oh, ich werde dieses Kack-Let's Play nicht machen. So. Reflex wurde von einem Zombie getötet. Ja. Nein, ich, wo waren wir denn jetzt gewesen? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ist mir auch scheißegal. Das gibt's doch nicht. Das ist doch. Ich sammle so viel Wolle ein und auf einmal kann ich kein Bett bauen. Das ist so asozial, ist das. Ja. Da ist Wolle, ich weiß. Meine Güte, das gibt's doch gar nicht. Jetzt darf ich hier rumlaufen. Piss dich, du scheiß Schaf, geh sterben! Du scheiß Pissschaf, geh sterben! Jetzt bin ich im Bett. Geh sterben! Geh sterben! So. Da waren noch mehr Schafe, ne? Lalalalalalalala. Wie gut, dass die Zombies nicht so sehr rennen können. So wie wir. Mäh. Geh sterben. Geh sterben. So. Jetzt brauche ich noch Holz. Um mir die Werkbank zu kaufen, wollte ich schon sagen. Zu bauen. Um dann endlich mir ein Bett zu organisieren. Meine Güte, das gibt's ja gar nicht. Mann, diese scheiß Blumen, schmeiß die scheiß Blumen weg. Hallo, Ferkelchen. Ich hab Hunger. Na. Bleib doch hier. Wo willst du denn hin? Oh, das gibt's doch nicht. Weißt du, sag mal, was ist denn jetzt hier los? Mit dämlichen. Jetzt folgen mir auch noch die. Ha. Ha. Die gibt's ja auch noch. Ha. La 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 la. Das gibt's hier nicht. Da sterbe ich in zwei Folgen, sterbe ich schon. Direkt am Anfang. Das ist doch unglaublich. Das ist unglaublich.
Ja, mein Bester, wie geht's denn so? Willst du mich doch nicht daran hindern, dass ich jetzt hier auch Holz fälle, oder? Ja, da ist ein Baum. Den nehme ich. Den nehme ich. Mach fertig. Der steht gleich hinter uns. Ich sehe es schon kommen. Na? Siehst schon, komm, der steht gleich hinter uns, hundertprozentig, der Zombie. Und dann greift... Ah, ich höre ihn schon. Hey, ich höre ihn schon, ich höre ihn schon, ich höre ihn schon. Ja, ich bin schon weg. Ja, 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 ja. Lalalala. Ist aber auch eine total ungünstige Gegend hier, wo wir gerade sind. So viel bergig und bergig und landig, wollte ich sagen. Und wir haben nichts zu essen. Wir müssen erstmal gleich was essen. Fällt mir gerade auf. Weil sonst fallen wir vor lauter Hunger um. Soll ich nochmal auf die Stelle mal eben kurz schauen, wegen der Werkbank? Die haben wir schon mal, das ist schon mal super. Jetzt werde ich nochmal eben hinstellen und mir ein Schwert bauen. Dazu braucht man noch mehr Holz. Ein Bett wollte ich mir auch bauen, genau. Ein Bett und ein Schwert. Und eine Axt. Die Grundausrüstung eines jedes Minecraft-Spielers. So. Und jetzt werde ich erstmal auf die Jagd gehen und mir erstmal was zu essen besorgen. Ich habe Hunger. Auf Fleisch. Auf jede Menge Fleisch. Da ist Fleisch. Warum rennt er nicht? Aber wenn nicht mehr rennen können anscheinend. Weil wir total aus der Puste sind. Ja. Ich habe auch keine Lust, jetzt angegriffen zu werden von den Zombies. Versuche so schnell wie möglich was zu essen. So, das reicht noch nicht. Da unten ist aber dieses dämliche Skelett, was mit dem Bogen auf uns schießt. Voll unfair, finde ich das. Naja. Ja, wir sind hier gestrandet. Und, Christmas Tree, Christmas Tree, lalalala. Passt ihr mir jetzt gerade, ne, zur weihnachtlichen Zeit? Ich weiß ja gar nicht, wann ich die Folgen hochladen werde. Nachher lade ich die im Sommer hoch und dann habe ich eine Weihnachtsmütze auf. Da denkt ihr auch, der bescheuert, der Flex. Ich muss ja auch noch bearbeiten, alles. Bringen Pferde eigentlich auch Fleisch? Was waren das für Geräusche? Das ist aber sehr, sehr merkwürdig, gewesen. Aber hier gibt es kein einziges Schwein, was hier rumläuft. Außer mich. Naja, das ist nicht sehr schön. Ich weiß gar nicht, welche Musik ich da... Hallo? Hallo? Lauf doch! Welche Musik ich da drunter legen werde. Wo kommt ihr alle her? Wollt ihr mich verarschen? Ja, komm. Das ist so unfair jetzt gerade. Das gibt's gar nicht, dieses Spiel. Ja. Geh sterben. Nein! Oh Gott! So am Bluten hier mit dem... Lauf! Ja. Ich will das Leder mitnehmen. Ich habe das Leder liegen lassen. Das Leder liegen lassen. Klingt so ein bisschen wie beim Fußball. Er hat das Leder liegen lassen. Mein Gott, das gibt's doch gar nicht. Da rennt am Leder vorbei und lässt das Leder liegen. Ich glaube, es wird Tag. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Meine Güte. Gott sei Dank, Mann, gibt's eine Pumpgun. Nein, du sollst nicht mal mit hauen, mit dem Fleisch. Mit dem Stück Fleisch. Aua, nein! Du Scheiß! Oh, du Scheiß-Kackspiel! Was ist das denn für eine Scheiße? Oh Gott. Ja, natürlich habe ich keine. Genau. Willst du mich eigentlich verarschen, du Scheiß-Kackspiel? Mal ganz ehrlich jetzt. Und oben warten noch die Affen auf uns, ne? Jetzt werden wir wieder sterben, weil wir hier unten rumgammeln. Aber wisst ihr was? Das ist mir egal. Ich stell das Bett dahin.
kann mich nicht ausruhen, Monster sind in der Nähe. Ah, das ist ein sehr, sehr, sehr hilfreicher Tipp gerade. Wow, 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 ich brenne, ich brenne. Ich mache dieses scheiß Let's Play nicht mehr. Ich bin ganz ehrlich, dieses Scheiß, das gibt's auch gar nicht. Ich sammle hier alles, ey, und dann... Oh, dieses Kackspiel. Oh Gott. Ja, willkommen zu Minecraft Folge 2. Dieses scheiß Kackspiel. Und das ist auf normal eingestellt, nicht auf leicht, auf normal steht das. Ja, das ist kein leichter Schwierigkeitsgrad, das ist normal. Normal. Gab es hier mal so einen Supermarkt, der normal hieß? Nee, normal, glaube ich, ne? Es ist normal. Wie komme ich auf normal? Ist doch scheißegal, das ganze Spiel macht mich gerade voll fertig. So, wenn wir erstmal jetzt hier... Was wollte ich bauen? Eine Werkbank, genau. Hallo? Die werde ich platzieren und dann werde ich... Nein. Natürlich nicht. Natürlich konnte ich nicht mehr bauen, weil ich nicht genug Holz habe. Das heißt, wir müssen wieder ein wenig... Ich werde jetzt erstmal Schafe suchen. Das ist, glaube ich, das Erste, was ich mache. Schafe und Futter. Bevor ich jetzt hier weiter anfange, irgendwie Holz abzubauen. Ja. Ja, geh sterben. Ja, wie praktisch, dass ihr gerade hier so bei mir seid. So. Oh, Gott sei Dank. So, da können wir nämlich schon mal gleich ein Bett bauen. Das ist schon mal super. Das werde ich auch gleich direkt machen, um mir irgendwie so eine popelige Hütte zu bauen. Um mich darin zu verstecken. Und darauf zu warten, dass die scheiß Drecks-Zombies nicht zu uns kommen. Aber wenn ich schon einmal hier bin, kann ich auch die Bäume fällen. Aber dieses Runterfallen geht mir voll auf den Nerven. Oh, was habe ich denn da Schönes gesehen? Pilze, glaube ich, sind's. Ich bin ein fleißiger Holzfäller, holleri, hollero. Ich sitze auf dem Klo, holleri, hollero. So. Ich finde immer noch sehr, sehr begeistert davon, dass ihr hier so meine Videos guckt. An die erstmal recht herzlichen Dank an die 10, ja, von 200. Aber ihr seid echt, ihr haltet die Stange, das ist super. Das vielen, vielen Dank, dass ihr das macht und guckt und so, da oben komme ich nicht dran. Da bedanke ich mich natürlich für. So, da gibt es nochmal Essen. Na, so. Und wo ist die Axt hin? Die Axt ist kaputt gegangen. Natürlich, klar. Dann machen wir es halt hier mit. Ist ja auch nicht so schlimm, geht ein bisschen schneller. Wir haben ja die Zeit. Ich darf jetzt nur nicht vergessen, halt gleich mein Bett zu bauen und alles, bevor wieder Nacht wird, weil dann sonst stehe ich nämlich gleich da. Ja. Und dann werde ich wieder von den Zombies irgendwie unterirdisch irgendwie wieder verbrannt oder so. Mann. Scheiß Kackspiel. So. Ich werde mal was essen. Jawohl, damit wir nicht verhungern. So. Ein Bett, sehr schön. Bett haben wir schon mal. So, wir brauchen ein Schwert nämlich nochmal. Eine Axt machen wir zwei. So. Zack, 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 zack. Nochmal ein bisschen sortieren hier. So, da, das machen wir noch da. Ein Pilzchen werde ich, glaube ich, nicht essen, weil vielleicht ist der giftig oder sonst irgendwas. Da ist eine Holzaxt, die machen wir dahin, so. Ach, wunderbar, da ist ja schon mal ein bisschen sortierter hier alles. Na, was macht er denn da? Sollst du es abbauen, die Werkbank? So, jetzt werde ich mal gucken, dass ich mir hier irgendwie wie so eine Hütte reinpflanze. In den Boden rein hier. Dann brauche ich da nicht viel großartig rausgraben. Bevor das nämlich nachher losgeht, die Nacht zu werden, dann habe ich hier wenigstens meine Ruhe. Und hier sind Steine, die können wir ja auch gut gebrauchen. Für später. Dann haben wir die schon mal. Ich vergrabe mich einfach im Berg.
Gummibären hüpfen hier und dort und überall. Ach, mein Gott. Ich weiß gar nicht, warum ich da gerade drauf komme. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich weiß es nicht. Dann machen wir hier gleich noch eine Fackel rein, damit hier nicht dunkel drin ist. Können wir, glaube ich, auch bauen. Bin ich mal gespannt, was für eine Musik ich da drunter einfügen werde. Ich weiß es noch gar nicht. Ich muss mir da echt was überlegen. Aber nicht hier diese dämliche Minecraft-Gedusel-Fusel. Ja, das soll schon irgendwie... Oh, ein Schwein. Habe ich das richtig gesehen? Ein Schwein! Ja, wo bist du? Wo? Oh, da, 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 da. Komm her doch, Ferkelchen. Yay. Ich glaube, ich habe es eingesammelt, bin mir aber nicht sicher. So, das muss noch weg. Das muss auch noch weg. Das muss auch noch weg. Genau, so, das wird unser Eingang. Ich bin schon voll am Planen hier eigentlich, obwohl das ja nur so eine Zwischenbleibe ist. Das ist ja das Faszinierende an Minecraft. Man kann einfach nicht sein lassen. Man muss einfach noch immer noch einen Block mehr weghauen. Das ist einfach so. Ah, komm, die Reihe geht auch noch. Je mehr, desto besser. Ja. Also ich glaube, so lange hält die Spickzacke, glaube ich, gar nicht mehr aus. Oder? Ja, vielleicht doch. Yay! So, das reicht. Dann können wir das Bett nämlich hinstellen. Einmal. Na? Hallo? Zack, genau. Die Werkbank knallen wir mal hier hin. Und dann werde ich jetzt mal eben... Fackel, da brauchen wir Kohle für, ne? Kohle brauchen wir. Kohle brauchen wir dafür. Ein Ofen. Das ist auch sehr, sehr gut. Denn den Ofen brauchen wir natürlich auch. Wir brauchen aber Kohle. Die Kohle finden wir im Gestein. Ja, eine Tür können wir schon bauen. Geil. Cool. Da können wir hier gleich eine Tür reinpflanzen einfach mal. Wenn wir schon einmal dabei sind. Yay. Yeah. Und ihr werdet auch merken, die Folgen werden sehr, sehr lange immer werden. Also sehr, sehr lange werden die gehen, die Folgen. So, zack, da ist eine Tür. Dann machen wir noch eben hier. Hier machen wir zu. So. So. Nee, warte mal. Ich glaube, ich habe die Tür falsch eingebaut. Na, ich bin ja ein toller Architekt. Mein Gott, ist ja Wahnsinn. Ich bin ja ein ganz toller Architekt. Ich glaube, wir müssen so rumbauen, ne? Kann das sein, oder? Ja. Geil. Voll am Feiern. Das macht so viel Fun, wenn man dann so einmal so den Rhythmus drin hat, dann geht's eigentlich. Also, wenn man einmal richtig im Minecraft-Rhythmus drin ist, wenn man das so ein bisschen so organisiert hat, alles so die ganzen... Sachen so mit ja, ich habe jetzt wenigstens einen Raum, wo ich mal mich zurückziehen kann vor den ganzen Snobs, die da draußen rum... Oh ja, scharf. Wo Snobs hier draußen rumlaufen. Da nochmal was zu essen. Was zu essen ist immer gut. So, je mehr, desto besser. Ich habe manchmal das Gefühl, der sammelt das gar nicht ein, dieses Fleisch. Das ist, glaube ich, irgendwie... Momentan ist es ziemlich buggy, kann das sein? Weil ich habe ja jetzt schon mindestens 2 Schweine geschlachtet. Hier sind Pilze. Kann man die eigentlich auch essen? Jetzt werde ich bestimmt gleich vergiftet und falle hier einfach mal tot um. Hundertprozentig. Okay, ich kann sie nicht essen, okay. Schön von einem mal zu erfahren, der Minecraft überhaupt nicht kann. Ja. Viele werden sagen, nee, kannst du nicht essen, du doof Mann. Mein Gott, bist du mal da... liest du doch mal bitte Minecraft Wikipedia. Nein, mache ich nicht. So. Ich werde hier runtersteigen. Ich weiß nicht, ob ich das noch in dieser Folge machen werde, weil wir brauchen Kohle. Da unten sehe ich nämlich schon einen Zombie rumlaufen. Ja. Wir brauchen Kohle. Ist das Kohle? Oh, ein Vögelchen. Ah, nee, eine Fledermaus. Lol. Ist das Kohle? Ich glaube ja, ne, oder? Ich glaube, ja, das ist Kohle. Ey, geil. Cool. Ja, und damit ist die Spitzhacke auch hin. So wie ich mir das schon gedacht hatte. Uah. Na, das war ja sehr geil. Das war ja sehr, sehr geil, Reflex. Hallo. Okay, dann müssen wir uns dann
demnächst mal einen anderen Weg bahnen. Ich werde mal versuchen, dass wir vielleicht hier mal irgendwie so einen Weg darunter bekommen. Es wird, glaube ich, Nacht, kann das sein? Ja, egal. Weggraben, 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 weggraben. So. Genau, zack, dann können wir nämlich hier runter gehen. Das ist schon mal super. Ja, machen wir so eine kleine Treppe. Sehr schön, dann werde ich jetzt ins Haus gehen, bevor jetzt gleich hier... Kann ich nämlich noch schöne Fackel erstellen und dann können wir noch im Haus noch ein bisschen pennen. Nochmal eben was essen. So, schauen wir mal. Fackel brauche ich. Fackel, 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 Fackel. Stickies brauche ich. Stickies, Stickies, Stickies. Gehen wir hin. Und... Was? Ich habe Kohle. Ach so, okay, ich muss ja wechseln. Jawohl. So, zack. Und dann machen wir hier noch einen hin. So, und dann machen wir da einen hin. Sehr schön. Na, eben was essen. Moment. Tschüss. Na. Ja. Voll Banane. Ja, gut. Einen Apfel haben wir auch noch. Den können wir auch noch eben uns reinpfeifen. Die Tür schließen. Gehen pennen. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao.